Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part Pokémon Kampfplaza. Heute wieder mit einem sehr speziellen Team, nämlich mit einem vollständigen Dinosaurier-Team. Gleich zu Anfang die Team-Preview. Wir haben ein Rhamidon mit Lebenorb und Steinpolitur, das sich zuerst mit Steinpolitur die Initiative verdoppeln soll und dann mit seinen Attacken, vor allem auch mit Ruhe, Gewalt und dem Lebenorb, das ja eine gute Kombo ist, da richtig Schaden machen soll. Dann haben wir Shelterer, unsere physische Wall mit Schutzschild, Egelsamen, Synthese und Erdbeben, das vor allem physische Attacken wegtanken soll, wie ein Boss. Dann haben wir Drachentanz, Monagoras mit Kopfstoß, glaube ich. Mit Fokusgurt und Kopfstoß. Wieso habe ich Kopfstoß und Fokusgurt drauf? Das ist dumm. Egal. Auf jeden Fall. Dann weiter Stolos mit defensiven Investment, also speziell defensiven Investment, Fluch, Erholung, Schlafrede und Rambos. Dann Walband Shardrago, das soll eigentlich ein bulky Wallbreaker sein, der da mit Wutanfall unglaublichen Schaden an den Mann bringen kann. Und dann noch Offensivweste Viscogon, das vor allem speziell defensiv unglaublich viel wegkränken kann. Gut, dann schauen wir gleich. Wir haben bis jetzt 6 beschrittene Kämpfe, 2 Siege und 4 Niederlagen. Also wenn es schon weitergeht, werden wir in diesem Part 2 Niederlagen leiden und einen Sieg für uns verbuchen können. Gut, wieder ein Japaner. Was für ein Zufall. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Okay, er hat teilweise bulky Sachen hier. Ich weiß nicht, ob Shelterer wirklich was machen kann. Shardrago wäre cool. Ehrlich gesagt, Stolos wäre auch sehr cool und Rhamidon wäre nicht, ich nehme Viscogon als Shardrago als Lead, dann Viscogon und Stolos als Walls in der Hinterhand. Ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Ich kann nichts wirklich gegen das Breloom, das K-Pilz auf Deutsch, machen, weil alle meine Pokémon haben eh ein Problem mit das. Also ich kann nichts reinwechseln, das meine ich. Vor allem gegen Shardrago müsste ich leider den Schlafpuder fast abfangen. Das wäre ärgerlich, ehrlich gesagt. Falls überhaupt die Pilzspore drauf hat, seht es, der Gegner hat noch ungefähr 56 Sekunden Zeit. Und wir warten jetzt einfach, bis er seine Pokémon ausgewählt hat. Scheint wohl etwas schwieriger zu sein bei unserem sehr komplett durchdachten und gut zusammengestellten Team. Ist es nicht, aber ja. Das geht jetzt schon etwas länger, ehrlich gesagt. Haben wir vielleicht die Verbindung verloren? Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Es steht bei mir unten einfach immer noch Verbindungsaufbau und der Timer läuft runter und läuft runter. Genau, da kann ich noch etwas zu Shardragos Moveset sagen. Es trägt das Wahlband voll komplett. Angriffsinvestment und ein hartes Wesen. Unglaublich haut es rein, wenn es mal einen Wutanfall rausbekommt. Dann noch Viscogon mit Offensivweste. Kann auch sehr gut spezielle Attacken, sehr gut tanken. Okay, der Gegner hat echt im letzten Augenblick, hat er hier das akzeptiert, sein Team. Anscheinend. Sehr gut. Wieder eine Japanerin. Ich habe echt das Gefühl, dass es hier im Kampfplatz hat, es echt nur Japan. Das ist ja unglaublich. Sehr gut, startet mit Voltenso. Ich hau gleich den Wutanfall raus und jetzt verliert er hoffentlich ein Pokémon. Weil er kann da nicht rauswechseln. Die Hidden Power Fire Ice würde niemals reichen. Ich nehme jetzt an, dass er wahrscheinlich auf den Voltwechsel geht. Das würde ich ihm eigentlich fast raten. Ah, oh, der Bedrohung, Mist. Er hat die Kraftreserve Eis, verdammt. Ein sehr schöner Two-Hit. Und jetzt sind die auch gelockt in Wutanfall, was sehr ärgerlich ist. Das ist trotzdem ein One-Hit. Shardrago, du bist ein Monster. Wie cool, Alter. Es ist einfach weg. Oh. Es hat funktioniert.
Gewonnen-hittet, Alter. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, es überlebt so knapp. Okay, Crocoon ist es wahrscheinlich, dass hier reinkommt. Wir hauen halt wieder unseren Wutanfall raus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er jetzt hier machen soll. Auf den Eisschall gehen, ja, klar eigentlich. Denk das! Schade. Noch ein Volltreffer, ja danke. Jetzt halt die Frage. Stolos will ich eigentlich nicht, weil es wobei es ist eigentlich speziell defensiv recht gut aufgestellt. Und Viscogon hätte zwar den Donnerblitz, aber ich weiß nicht, wie viel Schaden er machen wird. Ich gehe in Viscogon. Ganz ehrlich, wir haben die Offensivweste, wir sollten etwas wegtanken. Ich sehe, oben ist ungefähr 2-3 Pixel des Bildes sind abgeschnitten, weil ich jetzt gefunden habe, ich kann mit der Kamera 1 weiter reinzoomen. Hat es unten auch, ist auch sogar auch etwas abgeschnitten. Jetzt geht auf den Gedankengut. Ist das hässlich, ist das hässlich. Boah, das macht gar nichts. Ich muss hier raus. So, von draußen Stolos. Und durchs Gegenboosten mit Fluch. Wir können nichts anderes machen, ganz ehrlich. Das wird ein längerer Kampf. Leider. So, unser Stolos ist drin. Ich hoffe, er geht jetzt nicht. Geht auf den Angriff. Das ist ärgerlich. Macht kaum etwas. Sehr gut. Mega-Entwicklung und den ersten Fluch raus. Schauen wir mal, was er hier macht. Weiter. Wir haben ja die Schlafrede und die Erholung drauf. Das heißt, er kann es schwer ausnocken, wenn es so zeigt. Er geht auf das Siedewasser. Gut. Boah, das macht riesen Schaden, ehrlich gesagt. Das macht viel zu viel. Jetzt gehe ich auf den Ramboss. Wir können hier nicht länger warten. Wir überleben zwar wahrscheinlich noch ein Siedewasser. Ich hoffe zwei. Oder gehe ich auf die Erholung? Ich weiß nicht, ob Ramboss normal effektiv ist. Ich glaube, leider ist es nicht sehr effektiv. Ah, oh, die Verbrennung, verdammt. Das hätte es jetzt echt nicht gebraucht. Ja, das macht gar nichts. Okay, wir verlieren den ersten Kampf. Keine Chance hier noch zu gewinnen. Ich hätte echt gedacht, das sei normal effektiv. Oh Mist. Ja, kann uns jetzt einfach locker ausnocken. Kein Problem hier. Er geht weiter aufs Gedankengut. Mensch, das kannst du jetzt nicht machen. Ah. Das heißt, voll spüßig defensiv. Wir bekommen wenigstens die Erholung noch raus. Das wird ihn jetzt hoffentlich auch nerven. Er hat halt gedacht, ja, geht jetzt eher an der Verbrennung zugrunde. Ja, wären wir gegangen, aber leider haben wir speziell defensives Investment und was rede ich da? Leider haben wir die Erholung drauf. Ja, das Siedewasser ist leider jetzt ein Two-Hit. Immer noch. So, die Schlafrede kommt raus. Wir bekommen wieder einen Ramboss. Macht keinen Schaden. Wir können jetzt nichts anderes tun, als weiter auf Schlafrede zu gehen. Er two-hittet uns leider langsam. Mit dem. Es hätte funktioniert, hätte kein Gedankengut drauf. Dann könnten wir jetzt hier eigentlich schön ausstallen. Also ausstallen eigentlich nicht. Eher so, also wir könnten uns gegenheilen. Gegen alle Attacken von ihm. Wir bekommen schon wieder den Ramboss. Okay, es ist auf sehr tiefen KP. Jetzt wieder auf den Ramboss. Geht jetzt hier sicher auf das Siedewasser. Ja, klar. Sehr gut. Stolos ist weg. Und jetzt haben wir halt nur noch Viscogon. Das wird nicht klappen. Nein. Das Drachenteam wird leider den ersten Kampf verlieren hier. Er geht jetzt wirklich auf die Erholung. Ach Mensch. Das wohl. Oh. Ich weine. Ja, ich weine. Ah, die Maronbeere drauf. Danke. Und das macht jetzt ja auch gar nichts mehr, weil. Naja, das könnte ein 4-Hit-KO sein.
unserer Viscogon, die das wegtankt. Sehr schön. Vielleicht bekommen die ja die Parahex und dann den Übercrit. Die Crit-Para und dann nochmal eine Para von ihm und dann die Para und dann eine Para in seiner Runde. Jetzt die Paralyse. Nee. Geht er jetzt echt wieder auf die Hose? Nein, geht er nicht. Danke, danke. Das reicht, glaube ich, jetzt auch nicht. Der Freeze. Danke. Danke, Spiel. Genau das habe ich noch gebraucht. Ich meine, ich habe ja schon eine riesen Gewinnchance noch übrig gehabt. Jetzt nach dem Freeze habe ich eine riesen Gewinnchance. Nicht. Egal. Dieser Freeze war jetzt echt nicht nötig. Ja, wir verlieren leider unseren ersten Kampf. Hatte ich leider zu erwarten. Mit dem Suicune, da kann ich echt nichts dagegen machen. Nein, nicht speichern. Ja, weiterkämpfen. Unsere Datenübertragung wird wieder ausgeführt und weiter geht's in den nächsten Kampf. Ich muss echt ehrlich gesagt, es ärgerte mich gerade, dass ich immer noch den Kopfstoß auf Monagoras drauf habe. Ich habe das vorher als Leben Orb Sweeper gespielt, aber man kann ja nicht zwei gleiche Items auf dem Pokémon haben. Das ist ja egal. Ich habe ja noch den Wutanfall drauf und der sollte eigentlich auch genug Schaden machen, sobald wir dann geboostet sind. Okay, was hat ihr dabei? Drei starke physische Angreifer, von denen ich aber zwei mit Sheltra aber eigentlich gar nicht aufhalten kann. Ich könnte Stolos mitnehmen. Ja, Stolos könnte ja gut was machen. Gegen vier Pokémon könnte Stolos echt gut was reißen. Viscocon könnte Mega Glurak eigentlich gut alles wegtanken, was da Mega Glurak macht. Und liegen tue ich jetzt mit Ramaidon. Ja, mache ich. Eigentlich wieder genau das gleiche Team. Stolos, Viscocon und ein offensiver Angreifer am Anfang. Ich sollte echt etwas verschiedenere Pokémon mitnehmen. Dann garantiert Azumarill mit. Das kann vier meiner Pokémon eigentlich mit meinem Knuddler locker besiegen. Und Mamutl kann eigentlich auch fast alles locker besiegen. Stolos und Agoras, Ramaidon und Shelterer. Ist kein Problem für Mamutl. Eben, das Mamutl macht mir Kopfschmerzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das wegbekommen soll. Ich glaube nicht, dass das gut ausgeht. Ehrlich gesagt, ich habe da ein schlechtes Gefühl. Dieses Team ist echt etwas schwächer aufgestellt als das vorherige. Von den Schwächen her. Er startet mit Psyana. Okay. Da könnten wir eventuell hier die Steinpolitur rausbekommen. Das wäre natürlich sehr schön. Wir gehen jetzt einfach auf die Steinpolitur. Er stellt den Reflektor raus. Das ist sehr, sehr ärgerlich, ehrlich gesagt. Aber wir bekommen die Steinpolitur raus. Das sollte ihm jetzt Kopfzerbrechen bereiten. Weil wir gehen jetzt auf den Steinhagel, sind garantiert schneller. Und treffen das Psyana hier auch. Das wäre ein garantierter One-Hit. Und Ramaidon tankt das auch noch. Sehr schön. Wir können jetzt hier das Psyana ausschalten. Sind dann geboostet. Das heißt, der Gegner bekommt sicher noch hier ein Leben Orb, Ruhe Gewalt, Steinhagel in das Gesicht. Und das, hoffe ich, macht etwas Schaden. Aber es ist schade, dass hier der Reflektor leider rausging. Das heißt, physisch werde ich hier nicht mehr so viel reißen können. Zum Glück habe ich Viscogon mitgenommen. Das ist ja eigentlich ein einziger spezieller Angreifer. Muss überlegen. Das ist hoffentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, dass er wenig machen kann hier gegen unsere Maidon. Hat vielleicht noch Memoswine, Moment, Mamutl dabei. Und das würde von einem Steinhagel komplett zerstört werden. Und Azumarill ist halt auch langsamer und will nicht unbedingt Schaden fressen. Genau, da ist Azumarill. Wenn jetzt der Flinch kommt, dann, Alter, das wäre so cool. Moment, die Wasserdüse, ja.
Die habe ich vergessen. Und auswechseln konnte ich jetzt eigentlich auch nicht. Jetzt gehe ich in Stollers. Sofort die Mega-Entwicklung raus. Ich hoffe, ich habe das richtig predicted mit seinen Pokémon. Und den ersten Fluch raushauen. Ich nehme an, der hat der Kraftkoloss drauf. Das wird extremen Schaden hinterlassen. Ich weiß nicht, wie gut wir das tanken können. Ehrlich gesagt. Nein, er hat nur die Kaskade. Das tanken wir wie ein Boss. Aber natürlich tanken wir das. Steve sinkt, Angriff steigt, Verteidigung steigt. Sehr schön. Der Reflektor ist schon weg. Okay, das ist sehr gut. Das heißt, wir werden hier auch bald in Bälde mehr Schaden machen. Sehr gut, er geht jetzt raus. In Glurak, verdammt. Das werde ich wohl kaum besiegen können. Vor allem nicht ein Mega Glurak Y in der Sonne. Das wird gar nichts bringen. Gut, wir haben jetzt uns geboostet. Wir gehen jetzt hier raus in Viscogon. Das sollte alles tanken, was dieses Glurak uns entgegenwerfen wird. Ich frage mich, wieso ich so sicher bin, dass es ein Glurak Y ist. Wenn es ein Xer ist, dann ist es jetzt eh vorbei. Egal, ob ich jetzt Viscogon reinwechsle oder nicht. Dann kann ich hier gar nichts mehr machen. Yes, ein Mega Glurak Y. Sehr schön. Habe ich das gut predicted? Inni spielt man Mega Glurak Y auch öfters hier in Online-Kämpfen. Sieht man es einfach öfter. Jetzt kommt die Dürre noch raus. Das ist eigentlich gut. Dann wird der Flammenwurf. Sehr schön. Können wir locker abfangen? Ja, kein Problem. Die Verbrennung. 10% Chance. Bei Flammenwurf und Eisstrahl. Aber wir bekommen zweimal. Jetzt können wir auf die Donnerblitz gehen. Der kann hier eigentlich nicht raus. Ah, den Drachenpuls drauf. Verdammt. Ja, das macht extrem Schaden. Ein Volltreff auch. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, und das war's dann auch. Leider für dieses Match. Da kann ich echt nichts mehr machen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass hier noch... Nein, geht er nicht. Das wäre echt fies. Wenn jetzt hier noch auf den Ruheort gegangen wäre, nur zum etwas KP recovern. Und jetzt haben wir wieder nur noch Stollos. Hätte fast funktioniert. Wenn er nicht den Burn und den Crit bekommen hätte, hätten wir vielleicht noch eine Attacke aushalten können. Aber hier können wir mit Stollos unmöglich einen Flammenwurf in der Sonne von einem Mega Glurak Y tanken. Das ist unmöglich. Nochmal ein Volltreffer. Alter. Der hat uns jetzt echt weggehext. Ich will nicht dreimal hintereinander verlieren, ehrlich gesagt. Ich muss echt schauen, dass nächstes Mal mein Team etwas besser aufgestellt ist. Ich verstehe aber auch nicht, wieso er Glurak hier. Ja, weiterkämpfen. Hier dabei gehabt, weil wir hatten zwei Pokémon, die haben etwas weggetankt von Glurak. Wobei er wahrscheinlich gegen Shelterer, damit er mit einem Azumarill etwas machen konnte. Wir haben jetzt 2 Siege, 6 Niederlagen. Ah, das ist schon etwas ärgerlich langsam. Aber gut, aus Frankreich, Nord-Nord-Bas du Galais. Sagt uns sogar noch Bonjour. Da schließe ich mich an. Wir nehmen Shelterer mit und Chardrago. Und vielleicht Ramaidon. Wir leaden mit Chardrago, Chetra und Ramaidon in der Hinterhand. Neuwern wäre jetzt echt ärgerlich, aber gut, damit könnte ich jetzt leben. Ich nehme jetzt an, dass Morlord noch dabei hat. Mit Chetra kann ich eigentlich echt viel ausstollen. Stollos, Morlord wäre kein Problem. Mit Chardrago kann ich dann Arcani eigentlich recht gut aus dem Spiel nehmen. Gut, wir werden mal schauen. Mit Wasser hier leadend. Jetzt habe ich Monagoras echt nicht mitgenommen. Gar nie. Das ist schade. Sonst habe ich aber alles mitgenommen einmal. Das ist Kurgeist. Okay. Das hat garantiert die Verbrennung drauf. Deswegen gehe ich raus in Shelterer. Ich will jetzt hier nicht verbrannt werden.
Es ist zwar ein großes, das heißt, mit Feuerzahn hätte ich guten Schaden machen können, aber ja, da kommt das Irrlicht. Verdammt, wie bekomme ich das Teil weg? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt hier nur auf Erdbeben gehen und er kann eigentlich auch nichts machen. Super. Er geht auf den Schattenstoß. Wow. Toll. Super. Ja, gut. Gehen weiter auf das Erdbeben. Ja, er geht raus. Sehr schön. Dann haben wir hier nicht ein riesen Stall-Battle. Auf Neumann, sehr schön predicted von ihm. Und genau das habe ich echt befürchtet, dass er das bei hat. Die Verbrennung ist zwar echt nervig, aber können wir hier wirklich gut raus? Eigentlich nicht, wir gehen jetzt auf die Edelsamen. Hoffen wir halten einen Luftschnitt aus. Oh, den Draco! Wir werden die Attacke ab. Wie schön. Sehr schön. Jetzt hoffe ich schon fast, dass wir hier auf den nächsten Draco-Meteor down gehen. Das wäre fast optimal. Dann können wir schön unsere Maidan reinholen. Wir gehen jetzt einfach nochmal auf das Erdbeben hoffen. Wieso gehe ich auf die Synthese? Missklick, Missklick. Wir wehren wieder die Attacke ab. Ja, hätte ich das gewusst, wäre ich ja jetzt vorhin echt auf die, wie heißt es? Auf die Attacke gegangen, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Jetzt gehe ich auf Erdbeben. Hoffe, der Draco-Meteor macht hier. Ich nehme jetzt fast an, das ist Wahlglas, sonst wäre hier nicht so sicher, dass das wirklich ein One-Hit wird. Komm schon, One-Hit. Verdammt, Cheltera. Aber muss das sein? Erdbeben macht natürlich nichts. Überreste kommen leider vorhin. Wobei, die kommen vor der Verbrennung noch. Nein, die Igelsamen kommen immer als erstes und deswegen. Ach, nervig. Wir könnten jetzt hier noch auf das Schutzschild gehen, weil wir. Das mache ich jetzt einfach, weil ich fies bin. Nein, er geht raus. Verdammt. Ich kann das Kurgeist hier nicht besiegen. Ich komme an dem nicht vorbei. Und jetzt werden uns leider. Wird uns die Verbrennung echt aus dem Spiel nehmen? Nein, ganz knapp nicht. Wäre ich besser auf die Synthese gegangen? Ich hoffe jetzt, ich bin. Nein, er kann uns hier mit dem Schattenstoß echt ausnocken. Ach, verdammt. Okay. Auf in Char Drago. Jetzt muss der Feuerzahn einfach Schaden machen. Ja, er ist leider schneller, verdammt. Das war es auch mit unserem Char Drago, mit dem vielen Schaden, dass er es machen könnte. Das macht ja gar nichts. Ich merke gerade, ein Wutanfall hätte fast mehr Schaden gemacht. Vielleicht geht er jetzt hier raus. Nein, geht er nicht. Schmeiß uns noch die Leech Seed hinten rein. Danke. Gegelsamen, komm. Danke. Und als nächstes sehen wir wahrscheinlich den Schutzschild. Das hat er auch noch drauf, wahrscheinlich. Eigentlich hoffnungslos hier. Mal auf die Steinhagel. Wow. Das war Schaden. Aber hier mit den Egelsamen, ehrlich, das wird uns echt schnell aus dem Spiel nehmen. Und unser Char Drago kann unmöglich ein Draco-Meteor von
Neuwern, Uhafnir, auf Deutsch tanken. Höchstzell geht jetzt aus, raus. Das wäre natürlich fatal. Ja, Schutzschild. Wir haben eigentlich schon verloren. Boah, ist das hässlich. Ich hätte echt nicht gedacht, dass er hier rausgeht nach einem Draco-Meteor. Das ist sehr komisch. Wieso ist er da rausgegangen? Er konnte ja eigentlich gar nichts machen. Wir leben noch. Kommt vielleicht noch das Kurgeist hier weg? Eventuell. Und das war auch wieder unser Raimaidon leider. Ja. Verdammt. Ich hätte in der ersten Runde schon auf den Wahlband Wutanfall gehen sollen. Der hätte etwas Schaden gemacht und dann das Raimaidon reinholen und mit dem Steinhagel finishen. Und dann wäre er mit Neuwen reingekommen. Ich wäre raus in Chelterer. Wäre an diesen Attacken dann draufgegangen. Ist halt dann so. An diesen zwei Draco-Meteoren. Er ist wahrscheinlich rausgegangen wegen den vielen Schaden, dass ich ihm gemacht habe durch die Egelsamen und das Ganze. Er geht jetzt echt hier noch auf den Schutzschild. Ah, meine Güte. Ja gut, haben wir echt drei Kämpfe in Folge verloren. Ich muss echt schauen, dass ich beim nächsten Mal mein Team etwas besser aufstelle. Damit wir hier etwas besseren Schaden an den Mann bringen können. Meine Güte, das Video geht schon 27 Minuten und in die letzten 22 Minuten war einfach hoffnungslose. Wann geht endlich der Kampf vorbei? Zeit. Wir verletzen uns auch noch selbst. Muss aber echt sagen, wir hatten in diesem Part echt Pech. Der Volltreffer auf Viscogon mit Drachenpuls und der Burn mit auf Viscogon mit Flammenwurf. Ich glaube echt, den zweiten Part hätten wir gewonnen. Den zweiten Kampf hätten wir gewinnen müssen, wenn wir keinen Hex auf der Gegnerseite gehabt hätten. Ja, schade. Nein, war wieder gelöscht. Nein, nicht weiter kämpfen. Wir haben jetzt echt 9 Niederlagen und 2 Siege nur. Gut, das war's auch wieder mit diesem Kampf. Diesen Part Kampfplaza. Ich hoffe, du schaust beim nächsten Mal wieder vorbei. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.